mehr "Ich war einmal", sondern "Es ist einmal". Die Talstadtgemeinde hat ihre Röverorgel wieder. Eine gläserne Orgel, auch ein Alleinstellungsmerkmal für diese Orgel. Sie können in die Orgel hineinkriechen. Sie können die Funktionsweise einer Orgel an einem kleinen Modell selbst ausprobieren. Und jetzt pass mal auf, hier ist eine Zunge. Siehst du, wie sie sich bewegt? Das ist der Spieltisch von hinten, da wo wir vorhin gesessen haben. Von dort aus gehen die Rohre von den Tasten hier hin zu einer Relaisstation. Das sind ganz kleine Membranen, um von dort aus dann größere Ventile aufzumachen. Im November 2008, da hatte sich ein Förderkreis neue Orgel für Marien zu gründen. Eine neue Röverorgel in der Marienkirche soll auferstehen. Leider wurde viel in Kriegen zerstört oder die Metallpfeifen haben die Rohstoffsammlungen nicht überstanden. Manche Metallpfeifen und viele Holzpfeifen wurden aufbewahrt in der Marienkirche, im Pfarrhaus, im Kloster. Und sie sollten der Grundstock für eine sanierte Röverorgel werden. In Alsleben stand eine Röverorgel zum Abbau zur Verfügung. Ich habe selten einen so traurigen Anblick erlebt. Der Spieltisch war halb verbrannt, der Prospekt in Teilen zerstört, aber das Halleluja, zwei Orgeln in Teilen zusammenzufügen. Reinhard und Johannes Hüfgen haben den Auftrag ausgeführt. Sie wird zu Recht von alters her als die Königin der Instrumente bezeichnet, weil sie alle Töne der Schöpfung aufnimmt und die Fülle des menschlichen Empfindens zum Schwingen bringt. Herr, in dieser festlichen Stunde bitten wir dich, segne diese Orgel, damit sie dir zu Ehre ertöne und unsere Herzen emporhebe zu dir, wie die vielen Pfeifen sich in einem Klang vereinen, so lass uns als Glieder deiner Kirche in gegenseitiger Liebe und Geschwisterlichkeit verbunden sein, damit wir einst mit allen Engeln und Heiligen in den ewigen Lobgesang deiner Herrlichkeit einstimmen dürfen.